Moin Leute, wir machen heute einen Ausritt. Ich habe mir schon Alfies Halfter geschnappt. Der steht mir noch im Paddock, den werden wir gleich holen und fertig machen. Und damit ich nicht alleine ausreite, kommt mein Bruder freundlicherweise mit. Der ist leider kein Reiter, aber ich finde es auch richtig cool, dass er so sportlich ist und mit mir fährt. Und der nimmt dann einfach ein E-Bike. Wir haben das E-Bike neu und ich bin richtig gespannt, wie es sich im Gelände schlägt. Das Modell heißt Zebra. Lustiger Side-Fact, das kommt daher, dass Zebras so viele Kilometer galoppieren können. Der Akku hält nämlich bis zu 128 Kilometer. Er sieht so schön aus jetzt ohne Deckel, ne? Möchtest du auch? A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Ich finde, wir können jetzt gleich mal ein Rennen machen, oder? Jo. Ich ziehe dich locker ab, locker. Das ist so unfair. Ich muss so aus dem Stand los und du kannst so dieses Ding anmachen und dann so... Das Ding muss aber auch erstmal losziehen, ne? Ja, du kannst direkt auf 5 machen und dann zieht der direkt los, ne? Sehen, wann können wir denn los? Was wir können. Okay, warte auf, die Plätze. Fertig. Los. Komm, Alfie, komm! Head live, würde ich behaupten. Ja, okay. Alter, was ist das denn jetzt? Das geht nach Hause. Hä? Das geht jetzt nach Hause, das mag der lieber. Ja? Ja. Das erste Rennen hat Luis gewonnen. Wir hatten zwar einen guten Start, aber Luis war dann auf der Strecke doch ein bisschen besser und konnte seine Geschwindigkeit halten, wo wir so ein bisschen nachgelassen haben. In der zweiten Runde hatten wir aber einen guten Start und Alfie wusste auch, dass es nach Hause geht und hat nochmal richtig Gas gegeben. Und da haben wir dann gewonnen. Dann sind wir noch mal ein bisschen mehr ins Gelände gegangen. Da hatten wir, glaube ich, auch am meisten Spaß, als es so ein bisschen kurvig und hügelig wurde.
lagen einfach so geile Baumstämme, die konnte ich mir auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und wie das Reiten funktioniert, wissen ja die meisten. Schauen wir uns mal das Fahrrad von meinem Bruder etwas genauer an. Es hat eine ganz normale Shimango-Gangschaltung mit 7 Gängen. Aber wie gesagt, es ist ein E-Bike und somit habt ihr den Vorteil, dass ihr da bestimmte Gänge einschalten könnt und so richtig Schub bekommt. Das macht so viel Spaß, das ist wirklich unglaublich. Hier sieht man diesen richtig schönen, bequemen Sitz und vorne auch die Anzeige, wo man sieht, wie schnell man fährt, in welchem Gang man ist, wie viele Kilometer man gefahren ist, seine Durchschnittsgeschwindigkeit. Also da sieht man wirklich alles und ich finde es mega cool, wenn man sieht, wie schnell man fährt, richtig interessant. Und hier sieht man jetzt gerade so dieses Gehäuse, wo der Akku auch drin ist. Ich finde, das Fahrrad sieht generell einfach super schick aus mit dem Holz und mit dem Leder und so. Aber es ist halt auch super nützlich, dass der Akku da so im Rahmen integriert ist, weil so ist es halt auch geschützt für Feuchtigkeit und so. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, es macht einfach so viel Spaß, das zu fahren. Man sieht es jetzt gleich auch so ein bisschen, wenn mein Bruder anfährt. Der ist also im ersten Gang und dann kriegt er so ein bisschen Schub mit. Und ja, man muss halt irgendwie gar nicht hart strampeln oder so und es macht richtig Spaß. Wenn man dann zum Beispiel auch auf dem Turnier ist, so eine Geländestrecke abfahren muss, das ist halt einfach so angenehm, dass man sich dann nicht so irgendwie einen abstrampelt auf dem Rasen. Das ist ja richtig anstrengend und mit dem halt eben nicht. Sehr gut ist auch, dass das Bike ein zulässiges Gesamtgewicht von 215 Kilo hat. Also damit richtig belastbar und das ist einfach nicht so üblich bei den E-Bikes. Es wiegt 35 Kilo und ist halt richtig stabil. Das sieht man ja auch. Das hat so richtig krasse Reifen. Die haben 26 Zoll und sind so richtig massiv. Und hat das Spaß gemacht? Kommst du jetzt öfters mit? Ja. Das hört sich sehr gut an. Also halte die Montage frei. Mach ich. Wir hatten heute auf jeden Fall richtig viel Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch gefreut, dass wir euch mal auf dem Ausritt mitgenommen haben. Das werden wir bestimmt nochmal machen. Unser Ausreitgelände ist eigentlich relativ cool, so wenn man auf diesen Waldwegen ist. Man hat da zwar so einen kleinen Weg hin, aber wenn man da ist, lohnt es sich richtig und es macht halt richtig Spaß. Und nächstes Mal können wir dann auch mal die anderen Pferde nehmen. Vielleicht bis dann. Tschüss! Yourself.